München Turm, Delta Mike, Foxtrot, Sierra Mike. Delta Mike, Foxtrot, Sierra Mike, München Turm, schönen guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem weiteren Flug. Ja, und wunderschönen guten Morgen hier aus Ampfing. Ja, wir dürfen wieder in die Luft und das werden wir jetzt gleich ausnutzen. Und alle weiteren Informationen gibt es wie immer im Cockpit. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier wieder zurück im Cockpit. Endlich machen wir wieder einen neuen Flug. Wir fliegen heute nach Echo Delta Mike Quebec und zwar nach Genderkingen, Donauwörth Genderkingen. Wir hören jetzt uns nochmal die Artis ab, wie es ausschaut momentan. Und Airbus Helikopters. This is Airbus Seliport. Wind 230 degrees at 3 knots. Ceiling invisibility okay. Der Nebel scheint sich verzogen zu haben, das heißt, wir können los. Von Montag bis Samstag ist am Airbus Heliport mit hohem Flugaufkommen zu rechnen. Da müssen wir aufpassen, weil wir sind unter der Woche. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Das ist so das Platzrunden An- und Abflugstrecken. Das findet man auf der Website von denen. Was haben wir da? Wir werden wahrscheinlich von Osten hier anfliegen. Ansonsten schauen wir, dass wir hier die Ortschaften nicht überfliegen. Und Propeller meldet euch, wie schaut es aus? Ist frei, dann würde ich sagen, Drop clear! Hauptschalter wäre nicht blöd. Ja, nochmal hier herzlich willkommen im Cockpit. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ich war jetzt sehr lang am Boden und zwar von November an und deswegen finde ich diese Ausnahmeregelung, die sie jetzt gemacht haben, dass man eben trainieren darf, finde ich nicht schlecht, weil man einfach selber zum Sicherheitsrisiko wird, wenn man eben so lange am Boden ist. Unsere Flugzeit beträgt 43 Minuten, wir brauchen um die 15 Liter. Ja, dann melde ich uns an und dann geht's los Richtung Donauwörth. Delta Sierra Mike, Ultraleicht Breezer, eine Person VFR nach Donauwörth, Genderkingen. Bitte Abfluginfo. Die Piste 09 in Betrieb und QNH 1034. Nach Schatten und Verkehr rollen auf der Piste. Nächste Meldung, abflugbereit am Rollhalt. Piste 09, QNH 1034. Nach Starten und Verkehr rollen über die Piste zum Rollhalt und melde abflugbereit, Delta Sierra Mike. Ramping Info, Delta Sierra Mike. Delta Sierra Mike Ampfing? Ja, Delta Sierra Mike, ich habe hier ein kleines Problem mit meinem GPS. Kann die Maschine hinter mir raus? Delta Kilo Golf hat mitgehört. Delta Kilo Golf, Abflug bereit. Am Rollhalt Piste 09. Ich sehe eine Maschine im rechten Querenflug. Das müsste ich aber ausgehen. Scheiße. Hey, my love. Jetzt sieht er mich zumindest schon mal. Ist schon mal gut. Delta Sierra Mike ist jetzt Abflug bereit, 09. Delta Sierra Mike, line up. Delta Sierra Mike, line up. Don't look at me like I'm wrong. Nochmal ein bisschen was zur Technik hier drin. Habt ihr gesehen, die Breezer besteht vorwiegend aus Metall. Und Metall zeigt ja halt sofort an, wenn irgendwie die Überbeanspruchung ist.
Und das ist auch der Grund, warum die ganze Zelle keine TBO hat. Die TBO heißt Mean Time Between Overhaul und das ist so ein Ding, das brauchst du halt ab einer gewissen Zeit. Und ich schätze mal, also ich weiß es nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten GFK-Zellen, dass die so eine TBO haben. Und die hast du halt bei der Prisa nicht. Ja, und ansonsten ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Sierra Mike Vorbeiflug, linke Seite, 2900 Fuß, ungefähr 10 Uhr jetzt. Sierra Mike Foxtrot, Sierra Mike, ich schaue raus, habe ihn noch nicht in Sicht. Das ist nicht schlimm, Abstand ist noch, weit genug. Ah, jetzt habe ich sehr viel Zeit, danke. Ja, wo war ich? Ja, Kosten, wenn mal was passiert, muss das Flugzeug halt nicht gleich gegroundet werden, sondern man wird halt die Stelle ausgedellt und dann ist das ganze Thema wieder erledigt. Was hier auch cool ist an der Breezer, ist die Haube. Und bei Breezer haben die gesagt, die bauen eine Schiebehaube und keine Haube zum Aufstoßen oder Zurückdrücken. Das Ganze ist von der Konstruktion ein bisschen aufwendiger, hat aber den coolen Vorteil, dass ich hier zum Beispiel im Sommer, wenn es mir zu heiß ist, kann ich bis zu 20 cm die Haube öffnen und könnte rein theoretisch dann auch Fotoflüge machen, weil ich dann hier dieses Glas nicht habe und kann direkt mit dem Fotoapparat rausschießen. Und was auch ein sehr, sehr geiles Feature an der Haube ist, wenn man mal vergisst, die zuzumachen, ja, ob das jetzt beim Start ist oder sonst wann, dann ist das überhaupt kein Problem, weil die Haube, die zieht sich automatisch zu, wenn man Gas gibt. Das heißt, da kann nichts passieren, wenn die mal hier offen entriegelt ist, die Haube, und es wird gestartet, dann ganz normal weiter starten, schauen, dass man eine sichere Höhe erreicht hat und dann das Ding gemütlich zumachen. Also da ist gar nichts, da passiert gar nichts. Der Nachteil ist natürlich, es kostet mehr, es ist natürlich mehr Konstruktion und aufwendiger zum Bauen. Ja, es ist halt auch geil, im Sommer kannst du zum Beispiel die Haube mal zurückziehen während des Taxi, wenn du irgendwie noch ewig am Rollhalt warten musst. Und deswegen ist das schon eine coole Sache. Das ist Ihre Mike im Fliegen am Flug Piste 08. Ihre Mike mit einem Final 08. Red Fox 09, Wert Flug 08. Ja, herzlich willkommen in Donauwörth, Gennergingen. Das ist Ihr Mike, take off. Es ist ziemlich diesig noch momentan, wir fliegen 190 km/h bei einer Höhe von 3250. Engine schaut grün aus soweit, Sprit haben wir auch noch genug. Momentan schaut es ganz gut aus auf dem Tablet, also mein GPS ist jetzt da. Und hier mein Backup-GPS ist auch noch da, also das Problem ist bloß, dass ich hier relativ wenig Akku noch habe. Deswegen müssen wir gegebenenfalls halt wieder mit der alten Karte fliegen, weil die habe ich ja auch noch dabei, wenn es ist. Ja, liebe Leute, ich überlege jetzt gerade, ob wir mal einen Schlenker durch die Münchner Kontrollzone machen. Es gibt keinen großen Umweg, eigentlich genau der gleiche Weg. Und dann können wir uns mal das Vorfeld anschauen. Ja, vom Flughafen München. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich habe es schon gemacht mit meinem Fluglehrer. Er hat dann auf Englisch gefunden, aber ich würde es jetzt auf Deutsch machen. Müsste rein theoretisch auch gehen, denke ich. Probieren wir aus. Stella Mike Fox, Sierra Mike Request. Go ahead. Stella Mike Fox, Sierra Mike, ich würde
in 5 Minuten auf München wechseln, weil ich durch die Kontrollzone fliege. Kann ich damit auf die Frequenz kommen? Danach meinen Sie, natürlich. Super. Ja, ich melde mich aber nochmal. In Ordnung. Das heißt, hier ist Pflichtmeldepunkt Foxtrot 1, Foxtrot 2, dann geht es über das Midfield und über Hotel 2 und Hotel 1 geht es da wieder raus. Ich werde jetzt seit 5 Meilen vor, circa 5 Meilen vor Foxtrot 1, werde ich München Tower kontaktieren und werde dann sagen, dass ich durch die Kontrollzone Richtung Süden will und dann schauen wir mal, was passiert. Sierra Mike Fox, Sierra Mike, ich würde jetzt auf München wechseln. Das können Sie machen, Sierra Mike, bis dann. So, dann funken wir mal München an. München-Turm, Delta Mike Fox, Sierra Mike. Delta Mike Fox, Sierra Mike, München-Turm, schönen guten Tag. Delta Mike Fox, Sierra Mike, 6 nautische Meilen inbound, Fox 1. Auf 3400 Fuß, da bitte Durchflug durch Kontrollzone über Hotel 2 und Hotel 1. Delta Sierra Mike, verstanden. Ich rufe Sie gleich zurück. Kona 1034. Kona 1034, Delta Mike, Fox Sierra Mike. Delta Sierra Mike, fliegen Sie in die Kontrollzone über Foxtrot, Piste 08 und Verkehr. 10 Uhr, 3 Meilen, Cessna 172, Flughöhe 3300 Fuß von links nach rechts. So, wir sind jetzt über Foxtrot und sagen ihm jetzt Bescheid, dass wir da sind. Delta Sierra Mike, über Foxtrot auf 2900 Fuß. Delta Sierra Mike, verstanden. Delta Sierra Mike, bitte Durchflug über den Sucherhügel, wenn möglich. Delta Sierra Mike, verstanden, ich melde mich. So, jetzt fliegen wir hier quasi auf Foxtrot 2. Delta Sierra Mike, nach Foxtrot 2 fliegen Sie zur Schwelle Piste 086 und kreuzen Sie dort und danach kreuzen Sie die Südbahn über die Schwelle 086. Don't look at me. Like I'm wrong. I would fight for you if I could win. I would die. Ja, geil, jetzt sind wir mal durch München geflogen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ends aufgeregt und habe es auch ziemlich verkackt am Anfang am Funk, aber ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen verstehen. Delta Sierra Mike, über Hotel 1, bitte verlassen der Frequenz. Lange Information, Delta Mike, Fox Sierra Mike. Ja bitte, Delta Sierra Mike. Delta Sierra Mike, ich bin über Hotel 1 jetzt und weiter wieder Richtung Abfix. In Ordnung, Delta Mike Fox, Sierra Mike. Dann wieder den Transponder zurück auf 4453. Ja, liebe Leute, ich lande jetzt hier die Kiste noch. Ich verabschiede mich schon mal hier an der Stelle und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.